Moin Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Heute reden wir über Season 2, weil Season 2 ja auch schon am Mittwoch rauskommt. Und wir reden über alles Wichtige, was ihr vorher wissen müsst, bevor das neue Update rauskommt. Deswegen würde ich sagen, lehnt euch zurück, genießt das Video. Lasst am Ende des Videos natürlich sehr gerne ein Like da, falls es euch gefallen hat. Und natürlich auch ein Abo für mehr Call of Duty Videos von mir in der Zukunft. Doch bevor das Video startet, ein kurzes Wort zu meinem Partner U4GM. Hier gibt es COD-Punkte bis zu 50% billiger. Und sie bieten professionelle COD-Services an, wie die Hilfe bei der Nuke in Warzone oder die Hilfe bei Tarnungen beispielsweise. Deswegen checkt gerne den Link in der Beschreibung ab und gebt Code Mantel für 5% Rabatt ein. Am Mittwoch um 18 Uhr ist es endlich soweit. Season 2 wird endlich released und es wird wirklich ein sehr großes Update, worauf sich viele aus der Community freuen. Ich persönlich schätze die Update-Größe auf ca. 30 bis 40 GB und der Preload wird voraussichtlich am Mittwoch gegen Mittag starten, jedoch nur für PlayStation-Spieler. Die PC- und Xbox-Spieler müssen hier bis Mittwoch 18 Uhr warten. Kommen wir jetzt nochmal zum Inhalt des neuen Updates. Und zwar denke ich, dass die meisten Leute sich auf die neue, alte Rebirth- bzw. Wiederauferstehungsmap Fortune's Keep freuen. Dazu seht ihr auch gerade Gameplay im Hintergrund. Fortune's Keep sieht fast genauso aus wie damals, nur mit ein paar Änderungen. Hier gibt es ein paar Risse, da gibt es ein paar Risse. Aber ansonsten ist die Map genauso, wie sie damals war. Außerdem werden wir auch gleichzeitig den Ranked-Modus auf Fortune's Keep sehen, wo wir richtig reinschwitzen können, die Division aufsteigen können und saftig SR-Punkte sammeln können. Außerdem kannst du hier auch deinen Rang leveln, indem du Sterne verdienst. Du kannst bis zu 3 Sterne in einem Match gewinnen und alle 5 Ränge bekommst du hier eine neue Belohnung. Mit Platz 8 bekommst du, by the way, einen Stern. Mit Platz 5 bekommst du 2 Sterne und wenn du Erster wirst, bekommst du 3 Sterne. Mit Rang 30 bekommst du beispielsweise auch eine Warzone-Ranked Waffentarnung und die Ränge levelst du ja mit Hilfe der Sterne. Dann bekommt man mit Rang 50 ein animiertes Warzone-Veteranen-Emblem und 4 Operator-Skins. Wie die Operator-Skins aussehen werden, wissen wir noch nicht. Aber das ist schon ziemlich saftig, dass wir 4 Operator-Skins hier bekommen mit Rang 50 in Ranked auf Fortune's Keep. Kommen wir jetzt zur SR-Verteilung. SR sind übrigens Skill-Rating-Punkte an alle, die nicht wissen, was SR ist. Also Punkte für dein Skill im Match. Und zwar bekommst du einmal SR-Punkte für die Teamplatzierung. Hier seht ihr die Verteilung. Man bekommt erst Platzierungspunkte, wenn man sich in den Top 10 befindet. Und zwar sind es 15 SR-Punkte. Und mit dem ersten Platz bekommst du sogar 150 SR. Für Kills und Assists ist die SR-Verteilung folgendermaßen. Bis zu den Top 9 bekommst du 5 SR pro Kill oder Assist. Also Assists mitnehmen, ganz wichtig auch. Wenn dein Kill nicht von deinen Teammates unterstützt war, bekommst du hier nochmal 2 SR zusätzlich on top. In den Top 8 bekommst du dann 7 SR pro Kill bzw. Assist und 3 SR, wenn der Kill nicht unterstützt war. Und in den Top 3 bekommst du dann sogar 15 SR für einen Kill bzw. Assist und 7 SR für einen nicht unterstützten Kill on top. Außerdem gibt es noch Belohnungen im Ranked-Modus wie komme 25 Mal unter die Top 8. Dafür gibt es einen Sticker oder für 10 Mal in den Top 10 gibt es eine Pro-Issue SMG Blueprint. Welche SMG ist, wissen wir noch nicht. Wenn du einen Win holst, bekommst du einen Popped-Off Talisman. Wenn du 50 Kills oder Assists machst, bekommst du einen Warzone Season 2 Competitor Sticker. Wenn du 250 Kills oder Assists machst, bekommst du eine Waffentarnung Warzone Season 2 Ranked Veteran. Ab Silber 1 treten dann übrigens auch sogenannte Todesgebühren in Kraft. Und zwar wird dir hier jedes Mal, wenn du in einem Match stirbst, ein kleiner SR-Betrag abgezogen. Wir spielen ja auch wieder Auferstehung, das heißt, du kannst immer wieder reinkommen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wichtig hierbei ist zu beachten, dass du nicht mehr SR verlieren kannst, als deine Gebühr an SR pro Spiel ist. Beispielsweise, wenn du jetzt mit minus 100 SR startest und dann direkt stirbst, bleibt dein minus SR bei 100 und geht jetzt nicht auf minus 115 oder sowas. Aber wenn du jetzt beispielsweise einen Kill gemacht hast, 90 SR hast und dann stirbst, dann wird dir 10 SR abgezogen, dass du wieder bei minus 100 SR bist. Obwohl ein Tod minus 15 SR bringt, kriegst du hier nur
10 SR minus, weil deine Gebühr minus 100 SR war. Das Rejoin-Match-Feature wird es diesmal übrigens auch wieder geben, also kannst du immer wieder reinjoinen, wenn du die Verbindung verloren hast. Die Skill-Divisionsbelohnung könnt ihr jetzt übrigens hier sehen. Ab Gold bekommt man hier einen Operator, ansonsten auch immer eine Visitenkarte und Emblem für deine jeweilige Division, außer in Silber und Bronze. Darauf freue ich mich persönlich am meisten, auf den Ranked-Modus auf Fortune's Keep. Da werde ich auch direkt reingehen. Leute, folgt mir unbedingt auf Twitch. Ganz oben ist der Link in der Beschreibung. Wir werden so krass in den Ranked-Modus reinkrachen. Das wird so geil. Ich freue mich extrem. Ich habe richtig Motivation und ich freue mich allgemein auch auf das Update. Außerdem werden wir einen neuen Battle Pass sehen. Dazu habe ich auch bereits ein Video gemacht und ich habe euch das Video in der Beschreibung verlinkt, falls ihr es verpasst habt. In dem Battle Pass werden wir dann zwei neue Waffen sehen. Einmal die BP50, das ist die F2000, das ist ein Sturmgewehr. Und wir sehen dann auch noch die Ram 9, das ist eine SMG. Dann haben wir noch die SOA Subverter, die werden wir durch wöchentliche Herausforderungen freischalten, aber nicht direkt zum Start, sondern erst in Woche 4 oder 3 oder irgendwie sowas. Außerdem haben wir dann noch ein Messer, das Soul Render, das geheim ist. Also wir wissen nicht, wie man dieses Messer freischalten wird, aber ihr seht es jetzt hier im Hintergrund. Wir werden mit Season 2 auch wieder leveln können und zwar bis Level 450. Das ist dann Prestige 9. Und wenn wir dann das Max-Level erreicht haben, bekommen wir diese Waffen-Blueprint für die Ram 7. Wenn wir Prestige 6 erreicht haben, sind wir Level 300. Mit Prestige 7 sind wir Level 350. Mit Prestige 8 sind wir Level 400. Und mit Prestige 9 sind wir dann Level 450. Mit jedem Prestige bekommst du ein Emblem und zwei Visitenkarten. Einmal eine Visitenkarte für den Multiplayer und einmal für MWZ. Mit dem Start von Season 2 am Mittwoch werden wir auch ein neues Event bekommen. Und zwar ist es das Horde Hunt Event. Das geht bis zum 6. März. Hier musst du Zombies töten, um MWZ-Zombies-Gegenstände freizuschalten. Jage jede Woche neue, besonders hochwertige Zombie-Ziele und sammle ihre Schädel und Knochen, um exklusive Untoten-Belohnungen zu erhalten. Insgesamt kannst du hier 10 Belohnungen bekommen und es wird auch einen Squad-Wipe-Timer auf Fortune's Keep geben, aber nicht in Ranked. Hier hast du immer wieder 90 Sekunden Zeit, um ein Team zu wipen. Wenn du das geschafft hast, wird von deinem letzten getöteten Gegner eine Leuchtrakete in die Luft geschossen, was ganz cool ist. Was wir auch noch auf Fortune's Keep haben, sind Zombie-Power-Ups, nicht in Ranked. Diese werden so aussehen wie hier auf diesem Bild, also leuchtende, schwebende Objekte und man kann sie in Kisten finden oder auch durch das Eliminieren von Gegnern bekommen. Es gibt insgesamt 7 Power-Ups, 4 bekannte und 3 brandneue. Wir haben einmal doppelte Punkte, hier bekommst du für 60 Sekunden lang doppelte Beute aus Kisten und von Gegnern. Außerdem wird der Timer für deine Mates durch das Looten doppelt so schnell heruntergesetzt. Dann haben wir volle Rüstung, dadurch wirst du direkt full-plated sein. Wir haben maximale Munition, dadurch ist deine Muni direkt auf Max. Feuerverkauf, für 60 Sekunden lang sind alle Artikel im Shop reduziert. Wir haben Plünderungsrausch, für 60 Sekunden lang werden Kisten aufgefüllt oder neu gespawnt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auf einen gewöhnlichen Gegenstand und einer kleinen Chance auf einen Legendary-Gegenstand. Dann haben wir Sakur, für 60 Sekunden lang wird deine Bewegungsgeschwindigkeit um 10% erhöht mit unbegrenztem taktischen Sprint und Nachladen beim Sprinten. Außerdem ist der Fallschaden hier deaktiviert. Wir haben Sicht der Untoten, für 45 Sekunden lang werden Gegner und KI-Feinde in deiner Sichtweite rot hervorgehoben und deine Mates werden blau hervorgehoben. Außerdem sind hier auch noch Tracker-Schritte aktiv. Auf Fortune's Keep wird es auch noch ausziehbare Brücken geben, by the way. Und wir werden auch noch verschiedene Aftermarket-Parts bzw. Umbau-Kits freischalten können. Hier seht ihr ein Bild. Wir können hier einen Motorsägen-Unterlauf für die MCW sehen. Dann sehen wir noch weitere Umbau-Kits unten für andere Waffen und diese Umbau-Kits werden wir durch wöchentliche Herausforderungen freischalten können. Außerdem werden wir im Battle Pass noch ein Umbau-Kit freischalten können und zwar ist das das Jack Burnout-Kit für die Holger 26. Das ist ein LMG, damit hast du eine erhöhte Feuerrate für die Holger 26, aber damit kann der Lauf auch überhitzen. So, das war es jetzt mit den ganzen wichtigen Informationen, die ihr wissen müsst, bevor ihr reingeht in das neue Update am Mittwoch um 18 Uhr. Ich wünsche euch viel Spaß. Falls ihr das Video informativ fandet, lasst gerne ein Like, da würde mich freuen und natürlich auch ein Abo für mehr Call of Duty Videos von mir in der Zukunft. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen beim nächsten Video oder im Livestream. Ganz oben ist der Link in der Beschreibung. Ich bin von 16:17 bis 20:21 Uhr immer live. Wir müssen noch Dia hitten in Ranked im Multiplayer. Also, bis dahin, Leute. Wir sehen uns. Danke fürs Zuschauen und ciao.